Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. So wirst du unsterblich. Meine Lieben, mir wurde angetragen, dass ich ein Video mache. Mal sehen, was da steht. Ja, bitte mache mal ein Video, wie man sich nicht mehr selbst bewertet, indem einem das Äußerliche egal wird. Indem einem das Äußerliche egal wird. Eine solche Verhaltensweise, meine Lieben, würde direkt zum Todlosen führen. Zur wahren Unsterblichkeit. Indem du nicht mehr alles, was du als veränderlich wahrnimmst, dich damit identifizierst. Ja. Ich muss mal sehen, wie die Frage genau hieß, denn wir wollen ja exakt sein. Also, wie man sich nicht mehr selbst bewertet, indem einem das Äußerliche egal wird. Wie man sich nicht selbst bewertet, meine Lieben. Genauer gesagt müsste das heißen, wie man sein Nicht-Selbst bewertet. Denn alles als veränderliche, erfahrbare und annehmbare bist du natürlich nicht. Das lehrt das Buch des Lichts. So, das ist mein schöner Gedanke. Aber jetzt kommt die Umsetzung. Jetzt kommt die Umsetzung. Wie mache ich das? Es geht nur durch die Lehre und die tägliche Meditation. Und das ist für viele natürlich ein Schock. Allein der Gedanke, ich bin das gar nicht. Ich bin nicht mein Penis, ich bin nicht meine Vagina, ich bin nicht meine Brüste, aber die ganze Welt und die Menschheit ist ja darauf ausgerichtet, auch in den Werbungen überall, zeigen die Frauen ihre Brüste, ihren Hintern, ja, und so weiter. Und deuten darauf hin und sagen, guck mal, schau mal, schau mal, schau mal. Das heißt, sie identifizieren sich mit dieser veränderlichen Struktur und sie erregen andere an, davon, sagen wir mal, erregt zu werden. Da reagiert dann eine veränderliche Struktur auf die andere. Und damit haben wir die Macht abgegeben. Wir haben die Macht abgegeben und schaut euch um in der Welt. In diesem Irrenhaus. Das liegt an der Identifizierung mit den vergänglichen Strukturen. Wie kann man sich nun von diesem Zustand lösen? Beziehungsweise, wie kann man überhaupt erstmal sagen, ich möchte also da mal ein bisschen, ich werde die Antwort mal geben, in wie man sich nicht mehr selbst bewertet. Ja. Du musst dich selbst bewerten, beziehungsweise das, was du nicht bist, das, woran du dich klammerst. Du bewertest es, indem du sagst, das bin ich nicht. Das ist eine Bewertung. Nun könnte für viele, meine Lieben, das intellektuell ganz klar sein. Ja, ich verstehe das, was du da nur sagst. Das Buch des Lichts lehrt, alles als veränderliche, erfahrbare, erkennbare bin ich nicht. Okay, jetzt kommt die Umsetzung. Darum geht's. Denn unsere ganze Welt, unsere ganze Gesellschaft ist daraufhin ausgerichtet, dich zu identifizieren mit dem, was du gar nicht bist. Das ist Satans Falle. Ich wollte immer der größte Kämpfer sein und diesen, das. Habe ich nie erreicht, weil ich auch nicht fair bin. Wenn ich mal in irgendeinem Wettkampf war und ich habe gemerkt, dass der besser ist, dann wurde ich unfair. Ich werde disqualifiziert. Na gut, egal. Aber der Kampf,
Der findet auf ganz anderer Ebene statt. Und das sind die wahren Kämpfer, die sich nicht mehr identifizieren mit dem, was sie nicht sind. Und die ganze Welt ist darauf ausgerichtet, dass du dich damit identifizierst. Dass du sagst, ich bin der Körper. Ich brauche dies und das und jenes und hier und da. Da möchte ich da, da müssen wir auf den Mars, da müssen wir auf den Mond, da müssen wir... Weil hier haben wir die Erde sowieso schon versaut und verdreckt. Also kommen dann die großen Wissenschaftler, erfinden Raketen und dann fliegen sie hoch zum anderen. Bohren Löcher im Mars. Ja, sag mal, man sollte dir ein Loch in den Kopf bohren, damit das die überschüssige Dummheit rausgeht. Und unsere Steuergelder, wir bezahlen für diesen Quatsch, mein Leben. Wir missbrauchen doch diesen Planeten. Und unfähig zu sehen, was man tun kann, gehen wir auf den nächsten. Das Buch, das liest, weist uns aber nicht nach draußen, sondern nach innen. Ohne Bewertung kannst du dich nicht lösen. Unmöglich. Aber nicht die Bewertung, was bin ich? Das ist eben, damit verdienen sich, möchte gern Psychologen, Gurus und Pseudoheilige Milliarden. Die verweisen auch auf die Mantra, das bist du, alles falsch, alles falsch. Die führen dich wieder nach außen, in die Irre. Das heißt also, besser als 1000 Lieder, die man in die Lüfte sendet, ist ein Wort des Friedens. Nein, und ein Wort der Lehre, das Frieden spendet. Was ist denn Frieden? Freiheit von allen Beilegungen. Du kannst nicht ohne Bewertung dich lösen. Wir befinden uns nur in einer Welt der falschen Bewertung. Wir bewerten uns nach dem Äußeren, ich mich doch auch. Oh, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Warum? Weil ich will, dass andere mich bewerten. Weil ich als kleiner Junge und so weiter nie Beachtung fand in meinem Kloster und sonst wo. Da habe ich gesagt, eines Tages werdet ihr mich beachten. Und ich habe überall gesucht und die Leute hingeleitet, wo es nicht ist, nach draußen. Man kann sich auch draußen entwickeln, ja. Da sollte man auch laut Buch des Lichts ein bisschen Maß halten. Sonst fällt man in den Sumpf. Das heißt, die Frage dieses... Das heißt, die Frage dieses wunderbaren Menschen, die war ja ganz klar. Und ich muss mal gucken, meine Brille nicht an. Bitte mache mal ein Video, wie man sich nicht mehr selbst bewertet, indem einem das Äußerliche egal wird. Entschuldigung, das Äußere hat gerade sich geräuspert. Die Frage ist ganz wichtig. Indem man sich nicht mehr selbst bewertet, indem einem das Äußere egal wird. Damit das Äußere dir egal wird, musst du dich bewerten. Am Ende der Bewertung, wenn dir nicht nur klar wird, dass du nicht das bist, oder das, ja, am Ende dieser Bewertung fällt dann die Bewertung flach. Aber eine Nichtbewertung ist nur möglich mit einer vorangehenden Bewertung. Dem kann ich dich nicht entziehen, dem kannst du dich nicht entziehen. Ja. Indem du eben deine Fragestellung völlig umwechselst, umstellst. Die Welt fragt sich und die sogenannten Geistigen, die Gurus, wer bin ich? Das ist die dümmste Frage der Welt. Die dümmste Frage der Welt ist, wer bin ich? Das ist eine Frage für die Deppen, meine Lieben. Weil sie dann... Dann kommt das, was dieser liebe Mensch mich hier gefragt hat. Dann kommt die Bewertung. Dann kommt die Bewertung. Ich bin dies, ich bin das, bin jenes. Sie bewerten sich mit äußeren Situationen und Strukturen. Sie sagen, ich bin ein Arbeiter, Angestellter, Philosoph. Ich bin ein Lehrer. Ich bin ein Architekt. Ich bin ein Polizist. Ich bin dies und das. All das sind sie nicht. All das sind sie nicht. Und das ist, meine Lieben, natürlich, also viel zu früh. Ich habe immer gesagt, das Buch des Lichts erklärt alle
Alles, was man bewertet hat, in falscher Weise übrigens. Ein Planet ist auch eine falsche Bewertung. Die Sonne ist eine falsche Bewertung. Da ist ein Sonnengott, der sagt, ich bin die Sonne. Da ist der Planet der Erde, Jahwe, der sagt, ich bin die Erde. Alles falsch, alles falsch, alles falsch, alles falsch. Diese Bewertungen führten uns weg vom Urgrund. Aber die Urmaterie Mula Prakriti hat uns gezogen. Es ist ja nicht so, dass die Jungfrau Maria vom Geist befruchtet werde. Nein, sie hat nach Befruchtung verlangt. Sie hat die Schenkel gespreizt. Mula Prakriti spreizt sich und sagt, komm, komm, was willst du denn da im Urgrund? Komm zu mir, komm. Und wir Narren haben das Todlose verlassen und haben uns gestürzt in das Veränderliche, Leidvolle, Vergängliche, Tödliche, Sterbliche. Bin umgeben von Sterblichkeit. Entschuldigung, glaubt ihr, die Haare sind immer so? Oder das Gesicht, die Maden werden hier herausbrechen. Aus dem Nasenloch kommt ein dicker Wurm. Ich bin an den Betten der Sterbenden gesessen, erzähl mir nichts. In den Hospizen, ich bin gesessen. Die Maden brechen durch die Schädeldecke ganz langsam. Der Darm platzt. Kot und Urin platzen aus dem Körper heraus. Die Strukturen werden bläulich. Und das alles wird zu Kot. Es war vorhin auch Kot. Es war vorher Kot. Angesammelter, zusammengeballter Kot. Und da kommt jetzt die Frage, wie kann ich dies tun ohne Bewertung? Es geht nicht. Du musst so lange bewerten, bis du keine Bewertung mehr brauchst. Niemals fragen, wer bin ich? Das führt dich auf den absteigenden Ast. Wir sind aber bereits kosmisch gesehen auf dem aufsteigenden Ast. Meine Lieben, die 150 Billionen Jahren der Geschichte, die im Buch des Lichts beschrieben werden, und natürlich auch die kommenden im Umriss, die zeigen ganz klar, dass das Leid auf Erden dadurch entsteht, indem man sich mit dem Vergänglichen identifiziert und versucht, dieses Vergängliche am Leben zu erhalten. Ich sehe das. Mula Prakriti, der Satan, die Urmaterie, sagt aber, hehehe, so wie wenn du einen Stein in den See wirfst und es kommen Wellen. Glaubst du, die bleiben? Versiegen wieder. Alles wird wieder glatt. Die Urmaterie hat dich angelockt. Nach einer Weile sagt sie, glatt. Dein Verlangen aber verbleibt, richtig? Dein Verlangen wonach? Das ist die Antwort auf die Frage. Nach dem, was du nicht bist, nach den Beilegungen. Und wieder fällst du in den Sumpf. Und die großen Philosophen dieser Zeit haben nicht den höchsten Zustand des Leidens, des Nicht-mehr-Leidens, der Leidensfreiheit haben sie nicht verstanden. Weil sie die falsche Frage stellen, die überall von den Pseudogurus auf dem Internet gestellt wird. Oh, da gibt es Selbstfindungskurse. Geh mal hin, mach mal. Zahl 2000 fürs Wochenende im Seminar. Kommt dann und sagt, du kannst dich selbst finden. Ich zeige dir, wie du dich selbst findest. Ja, der findet dein Geld und du findest, dass du keins hast. Und für eine Weile fühlst du dich wohl. Ich kenne das von Muktananda, Gurumai in Los Angeles. Die Leute, die haben drei Viertel des Jahres gearbeitet, um das letzte Viertel dort zu sein, Teller zu waschen, dem Guru zuzuhören und zu dienen. Das zu bezahlen, natürlich, sehr klar. Und sie fühlten sich wunderbar. Und sie gingen zurück in ihre Arbeitswelt, ordneten sich wieder unter und sagten, ich möchte diesen Zustand, wo ich mich so gut gefühlt habe. Und sie haben wieder den Guru bezahlt und haben wieder ein Viertel des Jahres für ihn gearbeitet und haben seinen Worten gelauscht. Tja, meine Lieben, und darum ist ja diese Sache, sage ich immer, viel zu früh. Die Welt steht auf dem Kopf. Wir müssen sie wieder auf die Beine stellen. Könnten wir. Wie lange das dauert, weiß ich doch nicht.
Ich habe doch nur gesagt, ich habe versprochen, euch das weiterzugeben. Nirgendwo auf dem Internet findet ihr oder überhaupt diese Aussage von Mutter Lies. Frag nicht, was du bist, frag, was du nicht bist. Also das, was unser lieber Lanu, also Lanu heißt ja Schüler, wir sind alle Schüler, ja, die Bewertung, eine Selbstbewertung, meine Geliebten, eine Selbstbewertung, könnte man höchstens sagen, ich bewerte mich in der Weise und in dem Maße, in dem ich anhafte an das, was ich nicht bin. Ja, manche Leute sind so mit ihren Kleidern verhaftet, mit ihren Anzügen. Kleider machen Leute. Sag ich immer wieder, wenn da ein kleiner oder kleiner Flecken drauf kommt, explodieren die. Das ist eben genau ein Beispiel, dass sich identifizieren mit dem, was man nicht ist. Also, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen geholfen. Ohne Bewertung geht's nicht. Niemals. Du kannst richtig bewerten und du kannst falsch bewerten. Und bewerten tut man mit Fragen oder mit Antworten auf Fragen. Die Frage, wer bin ich, kann so nicht beantwortet werden. Höchstens, du bist ein Anhaftender. Bist du damit zufrieden? Ich glaube nicht. Wenn ein Kern in einer Frucht ist, du willst den sehen, dann nimmst du das Äußere weg. Eine Zwiebel, die äußeren Schalen. Wisst ihr, wie viele Schalen wir haben? Im absoluten Lockdown der Seelenatmen-Meditation wirst du früher oder später die Wahrheit finden. Und die Wahrheit wird euch befreien, sagt Jesus. Das mag bei einem etwas länger dauern und beim anderen etwas weniger. Und das Ganze hat auch zu tun mit den Asavos, mit den Störungen und Beeinflussungen. Ja, die Außenwelt beeinflusst uns, das beeinflusst uns auch. Das sagt manchmal Sachen, das will ich gar nicht machen. Und dann mache ich sie manchmal. Ja, ein Guru bin ich nicht, tut mir leid, ist aber anders so. Die Lehre ist Guru. Alle anderen sind Betrüger, sage ich. Politiker, Banker, Priester, alles was da ist, sind liebevoll gesagt Betrüger, die im eigenen Schwindel aufgesessen sind. Weil sie draußen in der Welt versuchen, der Menschheit eine Situation zu schaffen, wie sie vielleicht sogar guten Willens, sie sind vielleicht sogar guten Willens, wie der Mensch besser lebt. Aber der Mensch ist unzufrieden, weil selbst das bessere Leben entbindet ihn nicht. Vor der Erkenntnis, auch das muss ich ablegen, auch das ist sterblich. Und je besser du lebst, umso schöner du lebst in der Außenwelt, umso, bumm, umso mehr trifft dich der Hammer. Wenn die Stunde des Todes kommt. Darum habe ich immer gesagt, ein stilles Glück. Ich habe nie ein stilles Glück gesucht, meine Lieben. Ich wollte immer nur den Flash. So lernt der Mensch. Ich sage euch, der Flash ist es nicht. Ich sage euch, nichts mehr zu wollen von allem führt zu einem Glückszustand, den man gar nicht beschreiben kann. So, wie weit bin ich jetzt noch davon entfernt? Wie weit bist du noch davon entfernt? Das Buch des Lies sagt uns doch nur, es geht. Da ist die Möglichkeit. Man könnte sich zumindest ein maßvolles Leben, sich darauf zurückziehen. Brauche ich unbedingt das oder dies oder das oder jenes? Und indem ich mich davon löse, von diesen Flashs, wie ich immer sage, die vor allem junge Leute wollen, ist ja klar. Umso mehr kommt das stille Glück, die Zufriedenheit. Und jetzt sage ich euch noch etwas. Wer eine Bewertung vornimmt, um diese dann zu beenden, der Beginn der Bewertung ist, wer bin ich nicht. Im Loslösungsprozess, wenn man sich von allem gelöst hat, nehmen wir mal an, das gelingt, ja, dann brauchen wir nicht mehr zu bewerten, für die Wahrheit.
Und die kann man positiv sagen, nicht. Und deshalb hat ja auch der verwirrte Dalai Lama gesagt, in Nirvana ist man zerstört. Ja, bist du denn mit dem Klammerbeutel gepudert, Mensch? Der Dauergrinser Dalai Lama sagt, der Buddha hätte gelehrt, in Nirvana ist man zerstört. Wie konnte er dann aus dem Nirvana-Zustand tausende Male in der Meditation zurückkommen, wie andere es auch können? Mann, oh Mann, oh Mann. Und das führt dann natürlich zu Tantra-Sex-Kulten. Naja, schaut euch meine Vorträge über den Dalai Lama an. Karma wird dich schon noch kriegen, Börschlein, das sage ich dir. So. Aber wir wollen auch nicht vengeful sein, also rachsüchtig oder was. Könnte dem Dalai Lama nur sagen, Karma wird dich kriegen, mein Börschlein. Und dann gibt's aber voll auf die Mütze. Ja, da kannst du so lange grinsen, wie du willst und so viele Friedensnobelpreise kassieren. So, pass auf, ist nochmal hier. Hallo Lanu, bitte mach mal ein Video, wie man sich nicht mehr selbst bewertet, indem einem das Äußerliche egal wird. Wenn dir das Äußerliche egal geworden ist, dann bewertest du dich nicht mehr. Vorher ja, denn vorher bewertest du, was du nicht bist und löst dich davon. Diese Bewertung ist ganz wichtig. Und dann kommst du an einem Zustand an, wo eine Bewertung nicht mehr nötig ist. Denn Bewertung findet immer nur von innen nach außen statt. Die Hand kann sich nicht selbst wegwerfen. Ehre sei dem Buch des Lichts, mein Lieben. Ich danke euch. Aber eins muss ich noch sagen, bei mir ist immer ein PS. Alles, was ich euch jetzt sage, führt zur Unsterblichkeit. Wenn du das Sterbliche, das du nicht bist, als solches bewertest und dich dann Stück für Stück davon löst, dann kommt deine wahre Natur, welche zeitlos, ewig und sterblich ist. Eine andere Unsterblichkeit gibt es nicht, ein anderes ewiges Leben gibt es nicht, auch im Himmel gibt es keine Ewigkeit, denn das Wort wurde falsch übersetzt aus dem Griechischen. Du kannst sehr lange im Himmel leben. Es gibt Himmelswesen, die leben Billionen von Jahren. Aber auch dann kommt der Abschied. Ja, ja. Das heißt also, die wahre Unsterblichkeit kommt, wenn du dich im Verlangen nach allem Sterblichen löst. Und das ist dein Lebensdurst. Lebensdurst ist bedingt mit Unwissenheit. Du willst das Leben und wusstest nicht, dass du da sterben wolltest. Es gibt kein Leben. Du musst dich enttäuschen. Es gibt nur ein Sterben. Du bist ein Sterbevorgang, spricht zu euch. Ich benutze eine sterbliche Hülle, ich, um zu euch zu sprechen. Und ich weise euch zurecht in liebevoller Art. Ihr seid auf dem falschen Pfad. Kehrt um und werdet das, was ihr seid. Todlos, ewig, unsterblich. Aber jetzt wirklich um. Ja. Night and day. When you're alone, all on your own, when you have nowhere to go, I will be there. I am the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love, I am
myself. Now you say you don't need me, you're so strong. A day shall come and you will see that you were wrong. You will fall down on your knees and you will cry, oh help me please, and I'll be there. 'Cause I'm the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love. I am the self. On stormy sea, heading to the shore, you are drifting towards me. Open up the door. I am the self, I am the self, and I'll be there if you need help. I cannot hate, I cannot judge, I'm only love, I am the self.